Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Es geht diesmal um das iSteady Mobil. Das ist ein Gimbal. Da habe ich vor einiger Zeit Hardware, also Unboxing und Hardware Video gemacht. Und das soll jetzt erstmal das Fazit Video dazu sein, weil wir haben es jetzt eine Weile benutzt. Und jetzt habe ich gedacht, kann ich euch mal so ein bisschen Fazit dazu sagen. Mir sind noch Sachen aufgefallen, die mir im Unboxing- und Hardware-Video nicht aufgefallen sind. Link mache ich natürlich oben in die Videobeschreibung, also in die Infobox. Da könnt ihr euch das Unboxing- und das Hardware-Video angucken. Das Hardware-Video wird dann noch ein bisschen ausführlicher sein. Hier werde ich jetzt nur meine Meinung dazu sagen und euch was zeigen, was ich im Hardware-Video nicht gewusst habe, nicht mitgekriegt habe. Wie gesagt, wir haben es jetzt eine Weile benutzt im Garten, wenn wir einkaufen waren, wenn wir am See waren mit den Kids, auf dem Spielplatz oder so. Oder wo wir mit der Kleinen, wo die dann halt mit ihrem Dreirad gefahren ist oder mit ihrem Mercedes Bobbycar gefahren ist, dann konnte ich dann halt so hinterher, ohne dass es halt verwackelt. Das hat alles sehr gut funktioniert. Ich war oft, muss ich auch dazugeben, sehr überrascht und erstaunt, wie schnell das Verfolgen funktioniert hat. Also da dicken Daumen hoch. Also wirklich, da war ich sehr oft perplex, wie schnell das funktioniert. Ich habe gedacht, so ein bisschen Delay oder so, ab und zu mal, ganz selten mal, wenn er das Gesicht nicht richtig erkannt hat oder so. Aber sonst, erste Sahne. Erste Sahne, kann man wirklich nichts anderes sagen. Im Hardware-Video habe ich euch eins nicht gezeigt, was ich nicht mitgekriegt habe, dass es hat, der Gimbal hat, beziehungsweise die App hat Gestensteuerung. Ich werde mal versuchen, damit ihr das so ein bisschen seht. So, ich hole mal die Kamera so ein Stück rüber, so. Und ich zoome mal ran, sodass ihr das so ein bisschen seht, so. So, so seht ihr die Kamera, hier seht ihr mein Gesicht praktisch, ja. Und wenn ich bin jetzt auf Video, und wenn ich jetzt meine Hand hochhalte, dann zoomt er mich ran und dann nimmt er jetzt gerade auf. Wenn ich die Aufnahme beenden möchte, er fokussiert mich auch automatisch gleich in die Mitte. Wenn ich die Aufnahme beenden will, Hand hochhalten und jetzt macht er gerade zack wieder und zack runter ist Ende. So. Das heißt praktisch, Hand hoch, er startet die Aufnahme. Und wenn er jetzt eine Aufnahme... Achso, ich bin jetzt bei Foto. Wieso bin ich bei Foto? So, Hand hoch und er startet die Aufnahme. So, das ist jetzt ein Video. Ich halte nochmal Hand hoch. So, dann macht er... So, Aufnahme wieder starten. Hand hoch, Aufnahme weg. Aber eigentlich ist Hand hoch, Aufnahme starten und Aufnahme beenden ist Hand hoch und eine Faust machen. Und wenn ich Faust mache, achso, Faust ist umschwenken auf Foto, so war das. So, und jetzt auch wieder Video. Foto, Video. Ja, also das habe ich nicht, also ich habe die Gesten habe ich nicht immer im Kopf drin. Und auch hier Hand. Warte mal, wir gehen nochmal zu Foto. Mensch. Jetzt will er gerade nicht. Halt ein bisschen überansprungt. So, Hand hoch. Aufnahme. So, Hand hoch. Aufnahme stoppen. Foto. Hand hoch. Und dann zählt er auch runter von 3 bis 2, dass man Zeit hat, sich zu positionieren. Und dann hat man ein Foto gemacht. So. Und jetzt wollen wir wieder zum Video wechseln und wir sind im Video. Also wirklich super. Das klappt wirklich erste Sahne. Außer halt, wenn man jetzt viele hintereinander macht, dass er sich dann mal kurz ein bisschen weghängt. Aber in der Regel macht man nicht so schnell und so viele hintereinander, wie ich gerade gemacht habe. Wechseln von da nach da, Foto, Aufnahme, Video. Ja, das macht man eigentlich nicht.
Das hat mich nicht enttäuscht. Der Akku hat gehalten. Immer musste ich im Garten nachladen, weil ich es abends vergessen habe zu laden. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist halt, dass man Streaming halt nur machen kann, wenn man den RMTP-Schlüssel eingibt, den Streaming-Schlüssel. Man hat auch die Möglichkeit, Apps auszuwählen. Darunter ist App auswählen. Aber jedes Mal, wenn ich sage, bei YouTube oder bei Instagram, egal welche App ich nutze, sagt er, ist nicht installiert. Ist nicht installiert. Woran es liegt, ich weiß es nicht, kann ich euch nicht sagen. Habe ich noch nicht rausgefunden. Aber so wirklich, 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 wirklich ein tolles Teil, was mich sehr überrascht hat. Oft überrascht hat, vor allen Dingen wegen diesem schnellen Hin und Her. Ich habe nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ich habe gedacht, eine kleine Verzögerung ist mit drinne oder so, aber dass es wirklich fast zeitnah ist. Hier seht ihr das ja. Achso, wartet, ich muss erstmal. So. Erstmal auf mein Gesicht machen. Das ist wirklich ratzfatz ist das. Ratzfatz. So, das soll es aber auch dazu soweit gewesen sein. Wie gesagt, ein echt klasse Produkt. Ich werde demnächst euch hier auch noch was anderes zeigen. Das soll für Streaming dann wohl besser sein. Da bin ich mal gespannt. Das sieht auch sehr vielversprechend aus. Da mache ich aber morgen erst die Videos. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich poste euch, wie gesagt, in die Infobox Unboxing und Hardware-Video zu dem iSteady Mobil Plus. Da könnt ihr dann halt das komplette Unboxing sehen und halt das Hardware das erste Mal testen. Oh. So. Weil ich die Hand ruhig halten habe, hat er jetzt ein Video gestartet. Wirklich, wirklich sehr toll. Wirklich, also kann ich wirklich nichts anderes sagen. Wir sind damit sehr zufrieden. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es so super funktioniert. Auch hier ausmachen. Einfach gedrückt halten. So, dann fällt es in sich zusammen. Zack. So, dann nehmen wir das Handy hier raus. Da müsst ihr halt aufpassen beim Justieren. Ihr müsst das Handy reinmachen. Dann muss es so in der Waagerechten sein. Natürlich kippt das Handy dann nach vorne. Und dann müsst ihr hier, habt ihr ja die Klemmen. Das so halt machen, dass es halt unten weniger, oben mehr ist oder andersrum, dass es halt nicht nur so gerade ist, sondern auch hier relativ in der Waagerechten ist, damit ihr die Motoren, die hier drinnen sind, nicht überanstrengt. So. Und dann haben wir hier auch noch, was auch schön ist, dass man halt hier diesen Standfuß halt mit bei hat. Ja, der hat uns oft geholfen. Im Garten, wenn wir uns selber gefilmt haben, also uns und die Kinder. Wirklich toll. Die Tasten könnt ihr auch doppelt belegen für bestimmte Sachen. Ihr habt ja auch hier unten für Zoom und sowas dran. Muss ich aber dazu geben, ich habe viele Sachen davon gar nicht benutzt, weil da ist wirklich so viel mit bei und so viel drinne, was ich so an sich nicht gebraucht habe. Ja. Also diese Gestensteuerung zum Beispiel, die ist ganz gut. Aber und den Zoom habe ich benutzt. Aber an der Hand, also jetzt hier direkt da diese Doppelklicken und so für Video und Kamera hinswitchen und so, da hast du es schneller, wenn du einfach auf dem Bildschirm bumm, klick und fertig ist. Muss ich dazu sagen. Da war ich dann. Ja. Aber sonst wirklich ein wirklich hervorragendes Produkt. Ich wurde gefragt, ob ich es immer noch empfehlen kann. Ja, ich würde es jederzeit wieder empfehlen. Mit der Einschränkung, wenn ihr streamen wollt, da müsst ihr halt, wie gesagt, diesen RPM-Schlüssel eingeben. Da wartet mal ab, da kommt demnächst noch ein Produkt. Auch von Hohem, was da vielleicht für euch dann besser geeignet ist, für Streamer. Für normale Leute, die sich einfach filmen wollen oder für ein paar Videos für YouTube machen wollen, also nicht streamen, Videos oder Fotos oder Instagram, ja, oder bei einer Veranstaltung, bei einer Feier oder wenn ein Familienfest oder was, oder ihr wollt halt mit den Kindern auf dem Spielplatz baden fahren, Naturschutzpark, Wildpark, sowas und wollt da halt Fotos haben, Videos haben, die nicht verwackelt sind, für euch ist das was.
Für euch ist es definitiv was. Selbst meine Frau konnte das bedienen. Meine Frau ist in Sachen Technik. Ich hab auch die ganze Zeit im Schrank, wenn ich es im Schrank habe, immer wieder einen Karton gemacht. Ja, kannst du dann schön stapeln. Ist immer noch ein bisschen mehr geschützt. Machst du den Schrank drin und du weißt jetzt genau, was drin ist. Fertig. Selbst meine Frau, die mit Technik überhaupt nicht am Hut hat. Überhaupt nicht. Die konnte das bedienen, die konnte das steuern, die konnte die Gestensteuerung benutzen. Das Smiley, das ist wirklich, das ist so ein fettes Symbol oben rechts in der Ecke mit einem Kreis, mit so einem Halbkreis, also für Smiley anschalten, ausschalten, damit er darauf auf das Gesicht reagiert. Das ist alles absolut simpel aufgebaut. Wirklich tipptopp. Kann ich nicht meckern. Ja, wie gesagt, von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich bin jetzt weg. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich bin jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ahoi. Sagt euer Odin.